Ja, ich möchte in der kommenden Viertelstunde das Regler-Entwurfsverfahren nach Ziegler-Nichols, den sogenannten Schwingversuchen, ein bisschen näher bringen und Ihnen zeigen, wie Sie mit unserem Boris Regler nach diesem Verfahren entwerfen können. Dazu habe ich auch schon eine Regelstrecke mir ausgesucht und hier in Boris konfiguriert. Sie sehen, das ist eine PT3-Regelstrecke mit relativ großen Zeitkonstanten von 10, 20 und 50 Sekunden. Für diese Regelstrecke wollen wir also einen Regler entwerfen, und zwar nach dem Schwingversuch von Ziegler-Nichols. Zunächst ein paar Worte zu diesem Verfahren. Wo kommt es her? Wie funktioniert es? Was ist das Besondere? Zunächst mal sehen Sie, das Verfahren ist schon relativ alt, 1942, ist aber in der Praxis ausgesprochen beliebt, da es gegenüber Verfahren wie Sheen-Rhones-Reswick beispielsweise gewisse Vorteile bietet. Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens ist, dass es von vornherein im geschlossenen Regelkreis arbeitet. Das heißt, Sie müssen nicht, wenn Sie bereits einen arbeitenden Regelkreis haben, die Regelstrecke rausschneiden aus dem Regelkreis, um zum Beispiel die Sprungantwort zu ermitteln, sondern Sie können den Regelkreis so aufgebaut lassen, wie er ist. Und alles das, was an Stellkomponenten oder an Messkomponenten oder an Nichtlinearität im Regelkreis ist, wird automatisch bei diesem Verfahren berücksichtigt, ohne dass Sie dafür irgendwie ein Modell entwerfen müssen. Wie funktioniert das Verfahren? Wir gucken es uns zunächst in der Theorie an und dann gehen wir dieses Kochrezept schrittweise in Boris durch. Also wir arbeiten von Anfang an mit einem geschlossenen Regelkreis, wobei wir zunächst unabhängig davon, welchen Regler wir später tatsächlich nutzen wollen, einen reinen P-Regler einsetzen. Das heißt, wenn Sie da schon Regler drin haben, PI, PID, dann schalten Sie diese Anteile entsprechend zunächst ab, sodass Sie nur einen P-Regler haben. Dann starten wir unseren Schwingversuch mit einer sehr vorsichtigen Einstellung für den Regler, also einem sehr kleinen Proportionalbeiwert KPR des Reglers, sodass wir auf jeden Fall zunächst mal einen stabilen Regelkreis haben. Und dann kommt der eigentliche Schwingversuch. Wir erhöhen nämlich schrittweise jetzt unseren Proportionalbeiwert KPR des Reglers. Dann wird der Regelkreis irgendwann anfangen zu schwingen. Wenn wir das KPR dann noch größer machen, wird er noch mehr schwingen und irgendwann kommen wir an die Stabilitätsgrenze. Das heißt, bei einem bestimmten KPR-Wert, der sogenannten kritischen Reglerverstärkung, KPR-Krit, da kriegen wir eine ungedämpfte Dauerschwingung. Der Regelkreis schwingt noch nicht auf, schwingt aber auch nicht mehr ab. Das heißt, ich bin genau an der Stabilitätsgrenze. Und diesen Punkt suchen wir. Und den entsprechenden KPR-Krit-Wert und die zugehörige Periodendauer, T-Krit, kritische Periodendauer der Dauerschwingung, die notieren wir uns. Und das sind unsere beiden Kenngrößen, die wir brauchen, um dann den Regler auszulegen. Dann gibt es nämlich eine entsprechende Entwurfstabelle. Und je nachdem, welchen Reglertyp ich haben möchte, setze ich meine entsprechenden Kenngrößen ein und kriege dann die entsprechenden Reglerkomponenten. Nicht, das Ganze ist also ein Verfahren, was quasi experimentell, iterativ stattfindet. Immer unter der Randbedingung, dass dieses Fahren, dieses mutwillige Fahren des Regelkreises an die Stabilitätsgrenze zulässig ist. Nicht bei vielen Regelkreisen wird das nicht zulässig sein, weil es zu gefährlich ist. Wenn es aber zulässig ist, dann kann man eben Regler über diesen Schwingversuch entwerfen. Nicht, und dieses Kochrezept, diese 5 Schritte, die gehen wir jetzt nach und nach für unsere Beispielregelstrecke durch. Ich habe meine Regelstrecke aufgebaut. Ich muss, wie gesagt, von Anfang an im geschlossenen Regelkreis experimentieren. Das heißt, ich baue mir jetzt meinen geschlossenen Regelkreis zunächst mal auf. Ich brauche einen Sprungsignalgenerator, der mir eine Sprungfunktion macht, in diesem Fall von 0 auf 1. Ich brauche mein Vergleichsglied, Soll-Ist-Vergleicher, und ich brauche meinen Regler. Also ein PID-Block, bei dem ich zunächst mal den D- und den I-Anteil abschalte. Das verdrahte ich jetzt. Und damit ist mein Regelkreis komplett, in diesem Fall mit einem reinen P-Regler. Wir brauchen ein Anzeigeinstrument, um zu sehen, was sich tut. Dann starte ich mal mit diesem Mehrfachplotter.
Der kann sich also mehrere aufeinanderfolgende Simulationen merken. Das ist recht anschaulich dann, um zu sehen, was passiert, wenn wir das KPR unseres Reglers schrittweise größer machen. Ich brauche eine vernünftige Simulationsdauer. Ich habe Zeitkonstanten von 10, 20, 50 Sekunden. Das heißt, ich komme mit ungefähr 250 Sekunden aus. Nicht diesen Wert kann man experimentell ermitteln, ansonsten nimmt man die Summe der Zeitkonstanten, nimmt die so mal 3, 4 oder 5, dann liegt man normalerweise im richtigen Bereich. Simulation schrittweise 0,1 Sekunden, bei den großen Zeitkonstanten reicht das aus, dann dauert die Simulation auch nicht zu lange. So, ich habe also jetzt, gucken wir nochmal in unser Kochrezept, ich habe jetzt den geschlossenen Regelkreis aufgebaut und jetzt suche ich irgendeine Reglereinstellung, die auf jeden Fall zu einem stabilen Regelkreis führt. Das ist normalerweise ein ganz kleines KPR. Ich gehe also jetzt mal in meinen Regler und starte mal mit einem KPR von 0,1. Das ist mein erster Versuch. Ich starte die Simulation und das ist die Sprungantwort meines geschlossenen Regelkreises. Sie sehen, da schwingt noch gar nichts. Ich bin also von der Stabilitätsgrenze noch relativ weit entfernt. Ich kann also jetzt im nächsten Schritt mein KPR kräftig vergrößern. Wir sind also jetzt in Stufe 3. Wir haben eine stabile Reglereinstellung gefunden, 0,1. Und jetzt müssen wir das KPR schrittweise größer machen, bis wir genau an die Stabilitätsgrenze kommen. An der realen Regelstrecke würde man das jetzt recht vorsichtig machen, damit eben der Regelkreis sich nicht aufschwingt. In der Simulation kann natürlich nichts passieren, deswegen können wir hier ruhig kräftig zulangen. Nicht, ich nehme mal direkt als nächstes den zehnfachen Wert, also ein KPR von 1. Wir simulieren und jetzt sehen wir, der Regelkreis schwingt schon ein bisschen über, also die Größenordnung ist schon richtig. Ich verdopple mein KPR. KPR von 2. Neue Simulation, Schwingneigung nimmt zu, das ist das, was typisch ist. Größeres KPR, Regelkreis wird schneller, aber die Dämpfung wird schlechter, also stärkeres Überschwingen. Nehmen wir als nächstes mal einen Wert von 5. Und jetzt sehen Sie, jetzt ist der Regelkreis schon relativ schlecht gedämpft, also ich habe schon ganz ordentliches Überschwingen. Ich bin also schon in der Nähe des kritischen Wertes, nehmen wir mal einen Wert von 10. Noch ist der Regelkreis stabil, aber Sie sehen, die Dauerschwingung klingt ganz schwach ab. Also ich bin nah dran an dem Wert, den ich suche, und nehme einen Wert von 11. Jetzt bin ich schon drüber, nicht? Also die grüne Kurve jetzt schwingt schon auf, jetzt ist mein Regelkreis also instabil. Also irgendwo zwischen 10 und 11 liegt der korrekte Wert. Und wenn man jetzt noch ein bisschen experimentiert, stellt man fest, dass ich mit 10,5 recht gut liege. Nicht, das ist die letzte Kurve. Ich lösche mal alle vorherigen Kurven raus. Wir simulieren nochmal neu. Nicht, und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich diesen kritischen Punkt, also die Stabilitätsgrenze, gefunden. Der Regelkreis schwingt sich noch nicht auf, er ist aber auch nicht mehr gedämpft. Nicht? Man sagt in diesem Fall, der Regelkreis ist grenzstabil, also gerade zwischen stabil und instabil. Bedeutet, meine kritische Reglerverstärkung, die KPR-Krit, ist ein Wert von 10,5. Den notieren wir uns, den brauchen wir gleich. Also KPR-Krit gleich 10,5. So, gucken wir in unser Kochrezept. Also, wir haben jetzt den dritten Punkt erledigt. Wir haben die Dauerschwingung erzielt und wir haben das KPR-Krit abgelesen. Vierter Punkt unseres Kochrezepts sagt uns, zugehörige Periodendauer ermitteln. Nicht, das heißt, jetzt brauchen wir die Periodendauer dieser Schwingung. Dazu kann ich die Messfunktion in diesem Fenster nehmen. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann können wir die Werte besser ablesen.
Nicht? Ich habe also jetzt hier zwei Zeitcursor, die kann ich zum Beispiel mal in zwei benachbarte Minima legen. Einmal, zweimal. Nicht? Jetzt habe ich also hier genau eine Periode. Bedeutet, ich kann jetzt hier in diesem Editierfeld meine kritische Periodendauer ablesen, die ist ziemlich genau 70 Sekunden. Also zweiter Wert, T-Crit gleich 70. Und das war schon, jetzt sind wir fertig. Nicht, jetzt müssen wir diese beiden Werte einsetzen in unsere Tabelle. Dazu nehmen wir die Tabelle. Wir entwerfen mal, ich schlage vor, einen PID-Regler, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Also setzen wir unsere beiden Kenngrößen jetzt hier in die untere Zeile ein. Bedeutet, na, lassen wir es mal so groß. Das sind unsere beiden Werte. So, und wir nehmen den Taschenrechner. Für unser endgültiges KPR kriegen wir einen Wert von 0,6 mal KP-Crit, also 0,6 mal unsere 10,5 Sekunden ist 6,3. Das ist also unser KPR. Ich notiere die Werte und dann übernehmen wir sie gleich in Regler. Unsere Nachstellzeit, TI, das ist diese Formel, ist die Hälfte von T-Crit, das können wir im Kopf. Hälfte von 70 sind 35. Und unsere Verzugszeit für den D-Anteil TD ist 0,12 mal T-Crit, also 0,12 mal 70. Das hätten wir auch im Kopf gekonnt. Das müssten 84 sein. 8,4. Also 8,4 ist unser dritter Reglerparameter. So, den Regler können wir jetzt ausprobieren. Nicht? Das heißt, ich gehe jetzt hier in mein BID-Regler, aktiviere I- und D-Anteil. Nein, das ist das falsche Fenster. Wir brauchen unser Notizblatt. Wir tragen ein. Na, da gehe ich nochmal einmal raus, damit wir unsere Notizen sehen. So. Wir brauchen unser KPR, das sind 6,3. Unsere Nachstellzeit waren 35 Sekunden und unsere Vorhaltezeit waren 8,4 Sekunden. Nicht, das sind die drei Werte, die wir gerade ermittelt haben. Damit ist unser Regler parametriert. So, jetzt können wir den Regler ausprobieren. Schalten wir die Messfunktion aus und starten eine Simulation. Das ist unser endgültiger Regler. Die rote Kurve, nicht die blaue, nehmen wir mal raus. So, das ist jetzt unsere Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises. Nicht, Sie sehen, der Regelkreis ist stabil mit dem entworfenen Regler. Der Regelkreis ist stationär genau, weil wir einen Regler mit I-Anteil haben. Er ist relativ schnell, aber er hat ein relativ großes Überschwingen von ungefähr 50%. Das ist typisch für Regler nach diesem Schwingversuch. Wenn ich die also vergleiche mit Reglern, die zum Beispiel nach Schienwohns und Resswick anhand der Sprungantwort der Strecke entworfen wurden, sind die Regler nach Ziegler-Nichols in der Regel schneller, aber schlechter gedämpft, weisen also mehr Überschwingen auf. Das ist der Grund, warum dieses Verfahren meistens eingesetzt wird, wenn es vorwiegend um gutes Störverhalten geht. Nicht bei gutem Störverhalten ist das Überschwingen nicht so dramatisch, weil kleinere Amplituden auftreten. Wenn es mir um gutes Führungsverhalten geht, dann ist dieses Überschwingen von 50% normalerweise indiskutabel. Nicht, aber Sie sehen die grundsätzliche Vorgehensweise bei diesem Verfahren nach Ziegler-Nichols. Es ist ein
Verfahren, was schrittweise, experimentell vor sich geht, von Anfang an im geschlossenen Regelkreis. An der realen Regelstrecke kann ein solcher Schwingversuch natürlich relativ lange dauern, insbesondere wenn Sie eine langsame Regelstrecke haben, die also sehr große Zeitkonstanten im Minuten- oder sogar im Stundenbereich hat, weil Sie ja eben sehr viele Simulationen dann durchführen müssen. Während Sie bei anderen Verfahren, beispielsweise Schienen und Resweg, ja nur eine Sprungantwort brauchen, das geht dann relativ fix. Hier müssen Sie mehrere Experimente machen, also unter Umständen sehr zeitaufwendig, dieses Verfahren. Letzte Anmerkung, was die praktische Umsetzung in BORIS angeht. Sie haben ja gesehen, am Anfang, als ich nur den reinen P-Regler hatte, musste ich zum Ändern des KPR-Wertes jedes Mal in den Dialog rein, den Wert ändern, wieder raus, Simulation wieder neu starten. Da empfiehlt es sich unter Umständen, anstelle des Reglerblocks, den ich ja hinterher brauche, zunächst ein solchen Schiebeeinsteller zu benutzen. Nicht, den können Sie so konfigurieren, dass der Ein- und Ausgang hat. Nicht, dann wird das Eingangssignal einfach multipliziert. Also da macht dieser Block genau das Gleiche wie ein P-Regler. Vorteil ist eben, Sie können dann einfach über diesen Einsteller Ihr KPR ändern. Sie müssen also nicht immer in den Dialog rein, Zahlenwert ändern, wieder raus, sondern Sie können quasi hierüber arbeiten. Nicht? Und dann würde eben, wenn wir es vielleicht nochmal durchgehen, machen wir nochmal sauber, wir waren gestartet bei 0,1 bei unserem Schwingversuch. Nicht? Das war im Prinzip dieses Ergebnis. Dann können Sie eben jetzt hier über diesen WIP-Regler einfach den Wert vergrößern. Nicht? Und auf diese Art und Weise sparen Sie sich eine Menge hin und her. Klickerei, bis Sie, ich glaube bei 10,5 waren es, die Stabilitätsgrenze erreicht haben. Nicht ist also nur ein Tipp, um sich etwas Arbeit zu ersparen. Ja, soviel zum Thema Reglerentwurf nach dem Schwingversuch nach Ziegler-Nichols. Besten Dank fürs Zuhören.